Heute ist zunächst erstmal Ziel, weiterhin wie beim letzten Mal Kristall zu finden. Dazu müssen wir aber unsere vom letzten Mal gezähmten Argentavise. Argentavise? Ich muss hier irgendwie eine Treppe runter. Mit Sattel ausstatten. Ich treffe nicht mal die Tür, bin ich besoffen oder was? Ach, und das ohne mich. Also. Argen. Ich da gar keinen. Hab ich das falsch geschrieben? Nee. Muss ich das gar nicht hier? Kann ich das direkt hier? Habe ich den noch gar nicht? Hier. Jetzt. Ich glaube, so kommen wir besser zurecht. Jetzt. Es läuft. Versuchen wir es ganz normal. Ah, hier nicht. Ah, hier also. Man braucht 150 Chitin-Keratin, 185 Fasern und 350 Leder. Leder habe ich schon mal da. Jetzt gucken wir mal, ob wir hier noch irgendwas von den anderen haben. Fasern, dann nehme ich mir erstmal die 3,3 Kilo mit rüber. Und Chitin-technisch sieht das alles nicht mehr so schön aus. Ich weiß gar nicht, ist hier nicht im Schrank noch was? Vielleicht. Ich gucke erstmal noch hier. Hier ist noch was. Hier, 50 Chitin. Ich schau mal, ich habe jetzt auf jeden Fall einen, kann ich herstellen. Und dann fehlt mir Leder. Leder sind hier in dem Schrank auch 461 Stück. Aber ich stelle gleich für dich noch den mit her. Oh, du bist so lieb zu mir. Wenn ich eh mal dabei bin. So. Ich habe Kacke im Inventar. Ja, so eine Kacke aber auch. Dampft sie? Nee. Keine Kacke am Dampfen. Na du Winterwesen? Na, ja, ich, das musst du gerade sagen. Na ich Winterwesen. Mit deinem Bart passend zur Rüstung. Was war das? Oh, ne? Hier. Hinter dir. So. Ich geh zur Betty. Das ist meine Betty. Hier ist Wilma. Wilma, Level 19. Hallo Wilma, falsche Taste. Ausgestattet. 400 Gewicht. Ich habe allein schon 150. Ist das ein Wert hier? Ich weiß gar nicht, ob die Pflanzen irgendwann kaputt gehen können. Das weiß ich auch nicht. Ich hoffe nicht. Wo ist denn mein Zeus? Ich habe erstmal 10 auf Gewicht gesetzt. Mann, ist das finster hier. Wackel. Ja, aber scrollen geht ja nicht. Hier ist die Betty. Wo willst denn du hin? Ja, ich habe meine Fackel gesucht. Ach so. Habe ich überhaupt noch Feuerstein? Hab ich. Ich hätte sogar noch andere Fackeln, okay. So, Betty. Komm mal los, Alep. Achso, ich steig auf und hat schon Level ab. Wo bist denn du? Ich habe auch Level ab. Wo bist du? Also, gehen wir jetzt gleich in die Eislandschaft. Also wir müssen erstmal irgendwo hin, wo es Kristall gibt. Ob es die Eislandschaft ist, eine andere Frage. Aber wollen wir mal zu der kleinen Insel fliegen? Welche Insel meinst du? Na hier, wo... Wir hatten da letztens drüber gesprochen hier. So weit hinter? Da fliegst du Ewigkeiten. Ach, stimmt wohl. Okay, ich hatte das jetzt nicht mehr im Sinn, dass es so weit ist. Also wo fliegen wir denn dann hin? Wo bist du? Siehst du mich nicht? Ach, dort bist du. Ich habe extra eine Fackel an, dass du mich auch siehst. Und da geht der Fackel kaputt. Ja. Hier oben ist ein Vogel. Ja. Ist das eine Eule? Ja, das ist eine Eule. Boah, toll, die hat ja leuchtende Augen. Ja. Ja. Daher habe ich sie erkannt. Aber ich habe jetzt Betty, das ist in Ordnung. Tja, trotzdem mal. Weil da drüben ist noch eine Eule. Mist. Was denn? Fackel kaputt. Ich kann sie nicht reparieren. Okay, ist in Ordnung. Ach, Mann. Eule. Ja. Nicht du, Eule. Ach so. Du kommst aber bestimmt gleich wieder hoch, ne?
oder? Oh, ist okay, sehr finster. Vielleicht sieht man sie so besser. Ah, ja, jetzt habe ich das runtergefallen. Ich mache die Fackel wieder an. Ja, für dich ist besser. Für mich auch, weil dann sehe ich auch den Abgrund, weil ich habe mich auch fast eben runtergefallen. Das hat richtig im Bauch gekrabbelt. Es geht ja auch verdammt tief hier runter. Nee, ich sehe hier gar nichts. Außer unser Haus. Mhm, sieht man von hier? Ja, wenn man da runter guckt. Ist alles schön erleuchtet. Toll. Na gut, werden wir wieder aufsteigen. Ja. Außen rum, weil sonst wird es den Cliff runtergehen. Hallo Wilma. Eigentlich nur, hoch, ich hoffe, vielleicht finden wir hier gleich Kristall, aber im Dunkeln ist es sowieso schwerer, Kristall zu finden. Ja, leuchtet nicht so schön wie die Perlen, ne? Glaube ich nicht, dass er so leuchtet, deswegen. Drüben ist wieder ein Vogel. Sehen, was das für einer ist, aber der leuchtet, die Augen leuchten nicht. Ach, dort jetzt sehe ich eine Oche. Ne, ist ein Argentavis. Er könnte uns aber auch angreifen. Rechts ist ein Pteranodon. Was sind wir denn gerade? Vielleicht da drüben auf die Spitze? Links? Bist du da die Spitze, dem Spitzenberg? Hinterm Wald? Du meinst noch hinter dem schwebenden Stein noch? Nein, nicht an dem Obelisken. Hier links der Berg. Hä? Du hast der dort. Du hast die Lootbox und dann hier über den links von der Lootbox. Ist auch ja, aber hinter dem fliegenden Stein ist doch auch was. Ja, das ist auch was, aber hier ist ja nochmal richtig hoher Berg. Sollen wir mal dort in die Richtung fliegen? Sehen wir mal da hinkommen. Oh, sehr weit hoch auf jeden Fall. Ich möchte mal gucken, ob ich zu der Lootbox komme. Okay, dann fliegen wir erstmal dahin. Es liegt ja auf dem Weg. Ja, ist doch kein Problem. Wenn du das sagst, dann kann man da gerne hinfliegen. Mensch, unten bin, könnte vielleicht auch mal schauen, ob ich mir mal alle Zutaten für die Fackel hole. Weil es ist bestimmt einfacher für dich, mich zu sehen, wenn ich eine Fackel habe. Du hast einen leuchtenden Namen über dir, ich sehe dich immer. Ach, ich muss halt nur in die richtige Richtung gucken. Gut, den hast du ja nicht, oder doch? Aber nur, wenn du näher dran bist. Ich sehe deinen immer, weil ich sehe auch die Entfernung dann zu dir dadurch. Mhm. Ist noch gar keine Box da, hä? Nee. Ach, Menno. Steht denn noch eine Minutenzahl? So, mal kurz landen. 0 oh, Grad. Dilophosaurus. So, ich getötet. Was stand jetzt hier? Nichts. Nichts. Na, hier kann man ja die Fackel ausmachen. Hä? Was ist los? Was ist los? Mücke? Ja. Hast du Bede zu dir gerufen? Ne, ich wollte jetzt nur nicht, dass sie abhauen. Mhm. Wie das solche kleinen Vögel? Mhm. Gut. Ich hab ihn erwischt. Jetzt fliegt er weg, der Kleine. Ich hoffe mal, dass nicht mein Vogel hinterher fliegt. Ne, das hier, gut. Der holt jetzt Verstärkung, ne? Ja. Oh, der Obelisk ist da. Guck mal kurz rein. Ich habe nichts rausgenommen. Du wolltest ja dahin. Was ist das denn? Metallwandschild. Ja. Bauplan. Kannst du wahrscheinlich aktivieren, dann brauchst du die Engrampunkte nicht mehr ausgeben. Ist das Ding plötzlich weg? Was wird du finster? Wo bist denn du? Holz brauche ich, hast du. Ach, da bist du. Ich brauche gar nicht, weil ich kann ja das Ding einfach rausschmeißen, ne? Und hier unten die andere Fackel reinlegen, weil ich habe mehrere Fackeln. Ja. Können wir nicht die anmachen und dann steigen wir wieder auf. Und fliegen weiter. Jetzt fliegen wir erstmal dort hoch, ne? Wie wir das gesagt haben.
Müssen wir erstmal gucken, weil ich fliege auch in die richtige Richtung. Flieg meinem Namen hinterher. Mach ich. Oder dem leuchtenden Ding. Es geht sehr weit hoch. Es sieht aber hübsch aus mit den Bäumen und sowas. Schön. Zwischendurch mal gucken, gut. Kann noch ein bisschen. Mal sehen, wenn wir hier irgendwo was sehen. Also das Kristall, das ist, kann unterschiedlich aussehen. Ach so. Das können so spitze weiße Stacheln sein, es kann aber auch grünlich sein. Grün? Okay. Ich guck mal hier unten ein bisschen. Ich fliege erstmal direkt hier hoch. Hier oben wird's kälter. Ich hab die Schneeflocke. Ich auch. Ui, hier war Fels. War fast gegen Felsen geflogen. So, hier ist wirklich Schnee. Aber es sieht nicht so aus, als könnte man hier irgendwas abbauen. Das ist wirklich rein wie Schnee, wie es aussieht. Hoch, hier sind Schweine oder was auch immer. Ach, das ist. So eine Exkursion zu machen, ist ja auch immer praktisch, ne? Man sieht ja nichts auf Distanz. Es ist 3.22 Uhr, es wird doch bald hell. Lang dürfen wir dauern, genau. Wo du bist, weiß ich nicht. Ich sehe dich, ich bin 250 Meter von dir entfernt. Ich guck hier unten so ein bisschen rum. Ich flieg einfach mal runter, aber ich bin wahrscheinlich um das Ding herumgeflogen und bin auf der anderen Seite. Das vermute ich gerade. Ich guck jetzt erstmal, was hier unten so los ist. Also hier nicht versehentlich einem. Oh, hier kämpft ein. Oh, meine Ausdauer. Mammut. Ich muss irgendwo landen. Ein bisschen aufsteigen. Ich muss erstmal irgendwo landen, weil sonst könnte das zu einem Problem werden. Oh, hier sind werden. Noch mehr Mammut. Drei Mammut sind hier und ich weiß gar nicht, was für Viecher das sind hier. Was die angreifen. Oder wodurch sie angegriffen werden. Ach, du bist bei mir in der Nähe oder wie? Weil ich sehe auch gerade Mammuts, die hier was angreifen. Na, du bist ja irgendwo gelandet, ja. Du bist da oben und ich bin halt hinter den Mammuts. Ach, du bist das fliegende Wesen da drüben. Genau. Drin. Ach so, achte auf deine Ausdauer, ne? Ja, die ist noch halb voll. Gut. Meine ist wieder voll. Gut, es steht ja auch rechts oben, ne? Ja. Waren immer dort. So, der Ausdauer, der Blitz. So. Der Blitz. Wenn du langsam bist, bestimmt ein Malerpinsel. Ja, sieht's aus wie Obsidian. Schwarzen Steine. Ich hab grad keine Ahnung, wo du bist. Hier bist du. Ja, das in der Dunkelheit kann das. Oder? Ich habe nur gesagt, dass es aussieht, aber nicht gesagt, dass es das ist. Könnte sein. So, ich nehme mich gerade den Stand. Jetzt wäre es langsam gut, wenn der Mond mal untergehen würde und die Sonne auf. Einfach mal ein bisschen was zu sehen. Ja, ich muss immer ranzoomen. Dann fliegen wir mal ein bisschen so in diese Richtung. Richtung blaue Lootbox. Die, siehst du ja, ne? Ja, die sehe ich. Jetzt erstmal dorthin. So ein Deck-Dino sieht man mal ganz leicht im Wald. Die leuchten. Oh, ist sogar schon da, der Obelisk. Also da. Na, dann kannst du ja da reingucken. Der Lobelisk. Hey, da ist noch irgendwas daneben. Mhm. Was ist denn das? Könnte bloß ein Eierdieb sein. Kann ich von hier aus die Waffe nehmen? Ja, das geht nicht. Ich kann nicht vom Vogel aus schießen. Kannst du ja versuchen, den zu greifen. Wie greift man? Sollen wir da rechts raus, Taste? Ah ja. Vielleicht muss ich erstmal kurz landen. Ja,
Zuletzt sieht man, warum es Orden der Stille heißt. Es ist ja ein Bossgegner. Das habe ich ja völlig verpasst.